connecten können. So. Bam. Jetzt hängen wir hier dran und jetzt, der ist auf jeden Fall jetzt verbunden. Das klappt also jetzt wunderbar. Jetzt können wir im Prinzip direkt unseren Kram, den wir da gebohrt haben, entladen. Wenn wir entladen haben, würden wir im Prinzip einfach nur ein bisschen weg von dem gehen. Runter, am, festlocken, Trägheitsdämpfer ausmachen und fertig. So, ganz easy, ne? So, warte mal. Das muss ich vielleicht nochmal woanders hinstellen, weil der Bohrer da immer im Weg ist. Dann machen wir oben einfach wieder zu. Das kennen wir ja schon vom alten Schiff noch. Das ist ja luftdicht alles. Also kein Problem. Okay. Das wäre der Hangar. Hier könnte man auch noch ein bisschen optimieren, noch ein paar Kleinigkeiten reinbauen, die man vielleicht braucht. Eine Raffinerie könnte man hier reinstellen. Ach, ganz viel Kram, aber das will ich ja eigentlich ja lieber in der Station machen. So, und dann geht's auf die Brücke. Das ist nach meiner Sicht schönste Objekt am ganzen Schiff. So. Schaut euch diese Brücke... Schaut euch diese Brücke an. Das ist eine Brücke. Also das ist mal eine Brücke, würde ich mal sagen. So, hier unten sind zwei so coolen, die fand ich irgendwie ganz geil. Die waren eher, ja, sag ich mal, unbewusst. Ich zeige euch auch warum. Ja, hier nichts verschweigen. Ich habe hier lange rumgewerkelt. Warte mal, richtig rumdrehen. So, ich habe nämlich hier unten noch was drinne. Ich wollte hier erst... Kann ich hier noch rein? Genau, ich habe hier drunter eigentlich den Maschinenraum. So. Ich wollte hier erst Maschinenraum noch ins Schiff reinbringen. Dann fiel mir aber auf, dass wir hier die ganzen Sauerstoffgeneratoren für die Antriebe drin haben und ein ganzes Konvoiersystem. Und hier sind dann nur halt die Gyros. Und das Einzige, was man machen kann, ist hier auf F drücken und dann hier so rumwursteln. Das reicht halt nicht für einen Maschinenraum, ne? Reaktoren haben wir keine und pipapo. Deshalb habe ich mich entschieden, nein, das machen wir nicht, sondern wir schließen einfach zu und machen hier einfach nur eine Art Kuhle rein für die Brücke. Und hier wäre jetzt, hier ist so ein LCD-Display, habe ich da hingesetzt. Und hier wäre jetzt zum Beispiel so eine Art Waffenkontrollstation, ne? Man muss sich ja immer so ein bisschen Fantasie haben. Und wenn man Fantasie hat, dann ist das eine Waffenkontrollstation. Ne? Für die rechte Seite und das für die linke. Zum Beispiel. So. Warte mal. Hier kurz die Türen zumachen, dass wir nochmal sehen wegen dem Sauerstoff. Das ganze Schiff hat nämlich Sauerstoff überall, also es passt. Ist ja logisch, beim Hydrogenschiff sollte man eben auch Sauerstoff haben. Ja, hier alles schön verglast. Richtig schicki. Hier sind jetzt die beiden Kontrollsitze, das heißt, man kann sich hier auch zu zweit hinsetzen. Wir haben hier noch ein paar Passagiersitze. Der Rest ist noch hier relativ leer. Aber da kann man sich noch einige Sachen hinstellen. Da gibt es noch so ein bisschen Kleinkram. Eine Kamera, ein Musikplayer und pipapo. Also da fällt jetzt schon einiges ein. So, und dann kann man, wenn man das denn möchte... Achso, wir haben auch Schwerkraft an Bord. Also wir haben einen Schwerkraftgenerator drin. Wir haben... Das zeige ich gleich mal. Jetzt kann man hier rausgehen. So. Luft bleibt natürlich drin in den Dingern. Und jetzt ist dieses Schiff hier komplett begehbar. Von außen. Also ich kann auf dem Schiff drauf rumlaufen. Deswegen erinnert es mich auch so ein bisschen an diese Arche. Falls ihr den Film gesehen habt. Ne? Also man kann hier dann so drauf rumlaufen überall. Kann sich alles angucken schön. Ne? Theoretisch kann auch auf dem Glas hier rumlaufen. Also es ist alles frei begehbar. Es ist nicht so, ja, so zusammengefercht. Warte mal, ich hole mal das Ding kurz ran. Mal her hier. So. Ja, ja, ja. So, ne? Und wenn man sich jetzt mal diese Fläche anguckt und dann mal das Teil daneben sieht, das ist halt einfach mal ein Unterschied wie Tag und Nacht, ne? Ich fand das auch cool, das Schiff hier. Aber das war halt eher wirklich so ein... Es war auch ein cooles Schiff, aber eher halt so ein Space Shuttle. Und das ist eher ein Raumschiff. Was übrigens gerade nach vorne weggekippt ist. Ja. Aber der Damage ist ja zum Glück aus. Passiert nichts. Also wenn ihr euch mal das hier anguckt, vielleicht nochmal so in dem Format, vergleicht euch mal... Also vergleicht mal hier. Ich habe auch noch ein bisschen was geändert. Hier habe ich so Türe reingebaut und so. Aber ne, vergleicht das mal. Das Schiff... dem Ding. Oder mit dem, was hier oben rumfliegt. Das ist schon, ne? Also vom reinen Design ein Unterschied wie Tag und Nacht. Sind das eigentlich umgekippt nach vorne? Komisch, ne? Naja. So. Gut. Jetzt zeige ich euch noch, dass es fliegt. Und wie es fliegt. Es fliegt nämlich ganz ausgezeichnet. So. F. Ne, V. So.
Und zwar, ich hatte ja schon erwähnt, das Schiff hat einen sehr, sehr schwachen Antrieb nach unten. Das heißt, wir kommen hier wirklich nur ganz, ganz langsam hoch. Wir kommen hoch, aber das ist ja kein Stil, ne? Damit so zu fliegen, das ist ja schäbig. Aber wir haben ja zum Glück unseren Raketenantrieb noch von den alten Raketen quasi immer noch da. Deshalb können wir einfach auf W drücken und Feuer frei. Und das ist ein Antrieb, würde ich mal sagen, ne? So, können wir mal von unten sehen hier. Relativ schnittig gebaut. Relativ langes, fast rechteckartiges Schiff, was doch vorne wieder rundgelutscht ist. Irgendwie geil, finde ich. Ne, man sieht eben noch eben diese beiden Raketen links und rechts, die gucken da noch so raus, auch oben. Aber der Rest ist eben dann komplett angepasst worden. Und ja. Ja, ne? Hier ist noch was offen, sehe ich gerade. Hei. So. Jetzt werden wir uns mal hier hinstellen, mal eine Runde schweben. So. Ein bisschen in die Sonne gucken. Stillstand kommen. So. Fertig. Ja, und da stehen wir jetzt hier. Man hat halt auch eine super geile Aussicht hier von dem Schiff. Also von draußen, meine ich. Warte mal. So, so. Zack. So, wo war denn jetzt das Loch da? Warte mal, das können wir mal direkt zumachen. War das? Genau, das war das Loch. Farbe nehmen. Genau, gefärbt habe ich auch ein bisschen was. Ich habe hier so an den... Ich habe hier so das Innen drin hier so ein bisschen grau, also sagen wir mal dunkelgrau gefärbt, so wie hier auch. Ne? Das hat alles dieselbe Farbe hier. Ringsrum quasi. Auf der anderen Seite auch. Ne? Seht ihr ja. Und dann halt auch in der Mitte hier so ein Strich gezogen, so ein Doppelstrich, der sich auch dann durchs Schiff selber durchzieht. Habt ihr, glaube ich, innen drin schon gesehen, hier bei der Brücke. Ja, da zieht sich das durch. Hier oben, das wollte ich eigentlich noch wegmachen, aber dann habe ich gedacht, ne komm, letztes Mal, sieht eigentlich auch ganz cool aus. So. Ja, das ist das neue Schiff. Das ist unser richtig großes Schiff. Wie gesagt, nochmal ganz, ganz großes Sorry, dass ihr den Bau davon wirklich leider nicht sehen konntet, aber ich versuche alles, die Aufnahme zu retten. Wenn mir das gelingt, dann lade ich es auf jeden Fall noch hoch, ist gar kein Thema. Aber ich fürchte, dass es nicht klappen wird, weil ich habe jetzt schon so viel Zeit da reingesteckt, das kann man sich gar nicht vorstellen. Wirklich unglaublich viel Zeit. Bestimmt, also mindestens 4 Stunden habe ich nur daran gesessen, diese Scheiße wieder zum Laufen zu kriegen. So, und jetzt bin ich gerade dabei, quasi, ich habe es bei OBS umgestellt. Ich nehme jetzt nicht mehr in MP4 auf, sondern in FLV. Hab gelesen, das soll besser sein. Naja, wir lassen uns mal überraschen. Bis zur nächsten dann, wenn es kaputt geht. Naja. So, okay. Ansonsten, das Schiff hat hier, kann ich zeigen vielleicht sogar, kann ich mal aufruppen. Sieht man das hier vielleicht? Ja, hier, da sieht man es. Hier drunter und auch dort drunter ist jeweils ein Sprungantrieb, das heißt, das Schiff hat 2 Sprungantriebe, damit wir im Let's Play nicht so lange warten müssen, bis der Mist aufgeladen ist. Wieso geht das jetzt hier nicht zu? Achso, weil das ist leichte Panzerung, das ist der Block hier. So. Ne? Red ich. Nein. Nein. So, zack. Also, 2 Sprungantriebe. Ich weiß übrigens nicht, ob der Strom reicht. Also, ich habe jetzt hier noch nichts optimiert. Ich habe keine Ahnung, wie viel Treibstoff wir brauchen, wie viel Strom wir brauchen. Das müssen wir alles nochmal testen gleich. Da nehme ich euch aber jetzt mit. So. Ich kann ja mal den Sprungantrieb anmachen. Jump. Nee, warte mal. Jump. Und ihr seht auch hier an diesen Dingern. Nee, seht ihr nicht, ne? Triebwerke. Naja, ist auch egal. Jump Drive. Ich mach mal jetzt einen an. Ui. Da ist der Saft weg. Weggelutscht. Scheiße. Ja, aber das liegt an den Batterien. Also das Einzige, was hier wirklich Strom verbraucht, ist der Jump Drive. Da müssen wir noch ein bisschen optimieren gleich. Da müssen wir einfach mal ein paar mehr Batterien irgendwo reinstellen.
Können wir ja theoretisch zum Beispiel hier machen, ne? Hier passt es rein. Batterie. Können wir jetzt hier mal so hinkleben. Eins, zwei. Drei, vier. Geben halt dann auch dann entsprechend mehr Power ab. So, Energieverbrauch 7%. I. Ich will den nicht einfach rausziehen. Warte mal, den ziehe ich mir einfach hier raus, ne? Alle Blöcke. Dump Drive. Block umschalten. Ja, das geht. Im zweiten können wir jetzt nicht noch dran machen. Also wir können die nacheinander aufladen, theoretisch. Also ein bisschen mehr Energie brauchen wir noch. Warte mal. Ich möchte es schon gerne, dass die beide sich gleichzeitig aufladen können. Damit wir also eben einfach einen Doppelsprung machen können. Dann machen wir das dann nämlich gleich mal. Warte mal, wir haben hinten noch ein bisschen Platz. Hier ist es eigentlich auch ganz gut aufgehoben, die Batterien. Eins, zwei, drei. Dann mache ich die vorne wieder weg aus der Brücke. So, da haben wir sechs Stück. Warte mal. Übrigens, die Türen hier sind nicht neat. Also die Luft geht auch so. Es muss halt insgesamt dicht sein. So, das Zeug mal weg. So, mal gucken, ob das jetzt funktioniert. Wir haben jetzt 40%. Das sollte eigentlich... Oh, es ist wieder unten raus. Das ist auch ein neuer Bug. Die Entwickler schaffen es immer wieder, neue Bugs ins Spiel zu integrieren. Was? Sie haben noch keinen Bug? Damit ist jetzt Schluss. So. Ja, geht. Also wir können alle beide hier aufladen lassen. Das ist fantastisch. Ob die Solarenergie reicht, ist mal ein ganz anderes Thema. Aber das Ding soll sich eben auch wirklich aufladen. Die Batterien, die halten ja relativ lange. Also bei dem Verbrauch jetzt hier würden die 18 Minuten jetzt durchhalten, die ganzen Batterien. Das reicht auch, weil wir brauchen jetzt zum Aufladen nur 10 Minuten. So, und da kann ich jetzt Folgendes machen. Jump Drive. Warte mal. Wir ändern das Ding hier mal. Jump. Jump. So, und hier drüben machen wir das Aufladen. So, zack. Der ist bei 26%, der ist bei 14%. Das reicht vollkommen zu. Oh, ich drücke übrigens gerade auf Leertaste. Und jetzt fangen wir ganz langsam an zu steigen. Also, übrigens, das ist auch das Problem an dem Schiff. Das sollte man vielleicht auch nochmal erwähnen. Es ist sehr, 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 sehr schwer zu landen. Kann das mal demonstrieren? Moment. Da können wir, genau, wir fahren hier mal zum Eissee und bohren dort mal eine Runde. Also das Schiff ist eigentlich zur Landung eher ungeeignet. Es kann landen, naja gut, eigentlich nicht, weil wir haben halt unten noch nicht die Landefüße dran. Aber es ist nicht so einfach, das Ding zu landen, weil man muss ganz, ganz vorsichtig abbremsen. Wirklich verdammt vorsichtig. Also am besten geht man so runter, ne, wie so ein normaler Jumbojet. Das ist optimal dann. Weil die kleinen Triebwerke da unten, die können, also das Ding wiegt 2 Millionen Kilo. Das ist übrigens ein halbes, also eine halbe Million Kilo weniger, als die Combo gewogen hätte. Mal so nebenbei. Also wir haben sogar noch eine halbe Million Kilogramm Gewicht gespart durch die Zusammenführung der beiden Schiffe. So, ich gehe jetzt mal hier so runter. 1000 Meter. Problem ist halt, sobald du da ein bisschen Speed entsprechend drauf hast, kommst du davon nicht, dann einfach nicht mehr weg. Also du kriegst dann nicht mehr richtig gebremst dann. Deswegen, ich zeige euch mal kurz, wie man hier landen muss. Ich hoffe, ich krieg's es hin. Auch Bremsen ist schwierig. Bremsen ist genauso schwierig, weil einfach die Triebwerke dafür gar nicht vorhanden sind. Wir haben hier unten so ein paar, seht ihr vielleicht, die nach vorne jetzt pusten, die bremsen uns. Ihr seht es ja am Speed, aber doch eben relativ langsam. Wir fallen immer noch, wir fallen immer noch, wir fallen immer noch. Ich meine, gut, im Zweifel kann man die Nase einfach hochziehen, aber sieht halt irgendwie dann komisch aus. Aber das könnte man zur Not machen, jemand irgendwie aufprallt, Nase hoch und hinten die Triebwerke das regeln lassen, die schaffen das locker. Ja? Aber eigentlich ist es dafür eben auch nicht aus. Es ist ja auch kein Jäger. Es ist jetzt kein Schiff, was hier schnell durch die Gegend wuselt, sondern es ist halt ein großes, dickes, fettes, schweres Schiff, was ein kleines Schiff transportieren soll. So, drückst du echt nur ganz kurz auf C und lässt ihn langsam runtersacken. Wie das eben bei einem richtigen Schiff auch im Film oder so
eben auch der Fall ist. Ja? Weil ich werde für die Synchronität noch vorne, nochmal links und rechts über